Drohnen. Diese fliegenden Roboter ersetzen bemannte Flugzeuge. Sie revolutionieren die Kriegsführung, indem sie es ermöglichen, aus großer Distanz zum Einsatzort zu sehen und zu töten. Und sie verwandeln Science-Fiction in Realität. Nun gewähren uns Wissenschaftler, Ingenieure und Piloten einen Einblick, welche Technologien die Drohnen so effektiv machen und welche technischen Durchbrüche uns in die Zukunft führen werden. Werden Drohnen bald sogar bemannte Flugzeuge ersetzen und Bestandteil unseres alltäglichen Lebens werden? Anfangs war das ein Spielzeug für meine Hunde. Unsere Sorge ist, dass hier tausende Drohnen am Himmel Informationen sammeln werden. Sie erzeugen Widerstand überall auf der Welt. Wir schlagen ein neues Kapitel auf in der Geschichte der Luftfahrt. 3, 2, 1. Es ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Die Vereinigten Staaten verfügen über mehr als 2300 bemannte Kampfjets. Und Piloten wie Matt McDonough sind lange Zeit Helden gewesen. Die besten Kampfpiloten können in jeder Situation sehr schnell Entscheidungen treffen. Doch eine Revolution bahnt sich an, denn bemannte Flugzeuge werden durch Drohnen ersetzt. Nähern wir uns einem Zeitalter, in dem Filme wie Terminator Realität werden? Oh Gott, these machines are starting to take over. Ein Zeitalter, in dem Maschinen selbstständig fliegen, denken und sogar töten können. Drohnen sind fliegende Roboter, ausgerüstet mit visuellen Sensoren, Navigationssystemen und teilweise sogar mit Waffen. Es gibt sie in allen Formen und Größen und sie haben diverse Bezeichnungen. Die US-Luftwaffe verwendet die Bezeichnung ferngesteuertes Fluggerät. Man kennt sie als unbemannte Luftfahrzeuge oder eben als Drohnen. Schon jetzt vertraut das Pentagon auf über 10.000 Drohnen unterschiedlicher Art, sogenannte Unmanned Aerial Vehicles, kurz UAV. Klein genug, um in den Rucksack eines Soldaten zu passen, ist die gut 1 Meter lange Raven die am weitesten verbreitete Aufklärungsdrohne der Welt. Die Aufklärungsdrohne Sentinel beschaffte entscheidende Informationen, um Bin Laden zur Strecke zu bringen. Die Kampfdrohne Predator hat seit 2001 tausende Einsätze geflogen. Und die riesige Global Hawk kann bis zu 35 Stunden in der Luft bleiben und Informationen sammeln. Das Militär setzt Drohnen zur Unterstützung der Bodentruppen ein. Die CIA unterhält ein geheimes Drohnenprogramm, um Personen aufzuspüren und ins Visier zu nehmen. Die US-Regierung gibt an, Drohnen haben dazu beigetragen, 70% der Führungsspitze von Al-Qaida zu eliminieren. Sie sind so effektiv, dass die Air Force prognostiziert, dass innerhalb eines Jahrzehnts nahezu ein Drittel ihrer Kampfflugzeuge Drohnen sein werden. Flugzeuge können länger fliegen, höheren Kräften standhalten und präziser bombardieren, wenn kein Pilot im Cockpit sitzt. Es ist der Beginn einer neuen Ära, in der selbst modernste Jets ihre Vormachtstellung verlieren könnten, denn Ingenieure nehmen den Piloten aus dem Cockpit. Die Hollow Man Air Force Base im Südwesten New Mexicos ist das größte Air Force Trainingslager für Piloten ferngesteuerter Flugzeuge. Mein Name ist Chad, Captain der Air Force. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir unseren Nachnamen nicht nennen, um nicht zu einem potenziellen Ziel zu werden. Captain Chad hat 3 Jahre lang ferngesteuerte Flugzeuge im Kampfeinsatz geflogen und unterrichtet nun Piloten darin, die berühmteste Kampfdrohne der Welt zu fliegen, die MQ-1, bekannter unter dem Namen Predator. Die Predator hat die Kriegsführung verändert. Dabei macht sie erst den Anfang. Was unbemannte Flugzeuge betrifft, kann man den Stand der Dinge ungefähr mit Doppeldeckerflugzeugen vergleichen, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Wir beginnen überhaupt erst zu realisieren, welches Potenzial unbemannte Luftfahrzeuge haben.
Im Gegensatz zu komplexen Kampfjets ist die Predator vor allem für eine lange Einsatzdauer gebaut. Sie muss also leicht und effizient sein. Sie wiegt ungefähr 900 Kilogramm und ist auf dem Fahrwerk sehr gleichmäßig ausbalanciert. Ich kann sie mit einer Hand anheben und wieder absetzen. Die propellerbetriebene Predator fliegt mit rund 135 Kilometern pro Stunde und ihr Vierzylindermotor verbraucht ca. 300 Mal weniger Treibstoff als ein Kampfjet. Sie kann länger als 24 Stunden in der Luft bleiben. Ein typischer Kampfjet muss nach ca. 2 Stunden auftanken. Seine kurzen, angewinkelten Tragflächen machen ihn schnell und manövrierfähig. Die Predator schwebt in 8000 Metern Höhe und ihre langen Tragflächen maximieren den Auftrieb. Wie Sie sehen, sind sie auch flexibel. Ohne Piloten, den es zu schützen gilt, ist ein ferngesteuertes Flugzeug wesentlich leichter und einfacher als ein bemanntes. In einem Kampfjet wiegen allein die Spezialausrüstung des Piloten und das Schleudersitzsystem so viel wie eine Predator, die anstelle eines Cockpits ein Satellitensteuerungssystem hat. Das ist im Grunde das Gehirn des Luftfahrzeugs, durch das wir kommunizieren und navigieren. In der Sensorkugel befinden sich Tageslicht- und Infrarotkameras. Wir können aus 10 Kilometern Entfernung Personen ausmachen. Die Sensorkugel enthält auch das Lenksystem der 2 Hellfire-Raketen. Hier wird ein Laser aktiviert, der einen Punkt am Boden markiert. Und wenn wir die Rakete abfeuern, findet dieser Sucher hier den Laserpunkt am Boden und lenkt die Rakete dorthin, was uns einen sehr präzisen Einsatz der Waffen ermöglicht. Im Einsatz arbeiten die Piloten von kleinen, in Trailern befindlichen Bodenstationen aus. Sie steuern die Predator per Satellitenverbindung. Dadurch ist es möglich, ohne menschlichen Piloten im Cockpit zu fliegen, und zwar praktisch von überall auf dem Planeten aus. Es ist eng da drin. Er ist ungefähr so groß wie ein normaler Schiffscontainer. Eine Schicht kann zwischen 2 und 8 Stunden oder auch länger dauern, abhängig von der Situation. Von Trailern wie diesem aus haben Piloten der Predator und ihrer größeren Schwester, der Reaper, seit 2001 Tausende von Personen getötet. In dieser Aufnahme aus dem Irak sieht ein Predator-Pilot 2 Aufständische, die Mörserraketen auf einen Luftwaffenstützpunkt abfeuern. Er visiert sie an und schließlich feuert er. Flash. Aufgabe des Piloten ist die Unterstützung der Bodentruppen und das Ausschalten von Bedrohungen mit möglichst minimalen zivilen Verlusten. Angesichts dieser hohen Anforderungen müssen Piloten wie Chad permanent trainieren. Heute wird er die Reaper bei einem 50 Meilen entfernten Übungseinsatz in der Wüste von New Mexico fliegen. Greg, you're gonna be my HVI. I have a shadow on station who's gonna be watching you. Eine Gruppe ehemaliger Soldaten, die für ein Unternehmen namens Rally Point arbeiten, führt eine Übung durch, bei der Chad Aufständische in einer Dorfattrappe ausschalten wird. Zwei spielen die Aufständischen und einer einen Soldaten, der mit Chad kommuniziert. Der Übungseinsatz gibt einen seltenen Einblick, wie die Vereinigten Staaten Drohnen zur Unterstützung von Truppen einsetzen in ihrem Kampf gegen den Terror. Ziel ist es, die Übung so realistisch wie möglich zu gestalten, damit die Piloten im realen Kampfeinsatz Fehler vermeiden. They should be checking in here probably in the next 20 minutes or so. It's going to be a MQ-9 Reaper. If they're at 25,000 feet, which they generally work, we're not going to be able to see them at all. Die Drohne benötigt circa eine halbe Stunde, die Dorfattrappe zu erreichen. Drohnen wie die Reaper können per GPS-gesteuertem Autopilot autonom fliegen. Doch sie können von der Bodenbesatzung auch jederzeit manuell gesteuert werden. Die Leute stellen sich entweder vor, es ist ein bemanntes Flugzeug und der Pilot macht alles selbst. Oder es ist ein unbemanntes Flugzeug und es ist sowas wie aus den Terminator-Filmen. Die Realität liegt irgendwo in der Mitte, sowohl was das bemannte als auch das unbemannte Flugzeug betrifft. Wir wollen gern trennen zwischen Mensch oder Roboter, aber die Realität ist eine Mischung. Während Chad die Reaper steuert, bedient sein Sensor-Operator Jay die Kameras und die Laser.
Am Boden betreten die falschen Aufständischen das Dorf, während die Reaper meilenweit darüber schwebt. Chad steht im Funkkontakt mit dem Soldaten vor Ort, der mit seinem tragbaren GPS-Receiver und Computer sehen kann, was Chad sieht. Chads Rufzeichen ist Bones. Der Soldat hat die Bezeichnung Rally. Hier Bones. Wir haben eine Zweiergruppe, die sich in der nordwestlichen Ecke des Lagers bewegt. Hier Rally 20. Weiter beschatten. Der Soldat weist Chad und Jay an, einer schwarz gekleideten Zielperson zu folgen. Hier Bones 34. Sieht aus, als ob die Zielperson sich jetzt mit einem Motorrad entfernt. Abhängig von der jeweiligen Situation wird die Entscheidung, gezielt zu töten, entweder von einem Geheimdienstoffizier getroffen, vom Kommandeur einer Kampftruppe am Boden oder manchmal von dem Piloten selbst. Hier Rally 20, die Person scheint zu stoppen. Bones 34, sieht von hier oben auch so aus. Möchte fortfahren und vollstrecken. Aktiviere Waffensysteme. Der Sensor-Operator visiert das Ziel mit dem Laser an. Ziel bewegt sich im Fadenkreuz. 10 Sekunden bis zum Abschuss. Sensor-Operator, sind Sie bereit? Bereit. 3, 2, 1, Feuer. Waffen abgefeuert. Flugzeit 25 Sekunden. Die Drohne verwendet lasergelenkte Hellfire-Raketen. Die eingesetzten Waffen arbeiten mit einer Fehlerdistanz von weniger als 3 Metern. Man kann die Rakete mit Leichtigkeit durch eine fenstergroße Öffnung steuern. 5, 4, 3, 2, 1, Treffer. Hier Bones 34, wir haben einen Treffer. Stand by für BDA. Hier Rally, guter Treffer. Laser aus und Waffensysteme gesichert. Die Effizienz eines Flugzeugs, das ein Ziel wie dieses in Echtzeit sowohl aufspüren als auch verfolgen und eliminieren kann, stellt eine Revolution in der Kriegsführung dar. Gehen wir mal zurück in die Mitte des letzten Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg brauchte man monatelang, um aus unterschiedlichen Quellen Informationen zu sammeln, sei es von der Luft oder vom Boden aus, diese Informationen auszuwerten und dann zu entscheiden, welche Ziele beschossen werden sollten. Dann brauchte man Hunderte von Flugzeugen und Tausende von Bomben, um auf der Basis dieser über Monate hinweg gewonnenen Informationen ein Ziel anzugreifen. Heute, wo all diese Fähigkeiten in einem Luftfahrzeug vereint sind, vor allem bei den Predators und Reapers, kann man diesen Aufspüren-Auswerten-Ausschalten-Zyklus innerhalb einer einstelligen Zahl von Minuten bewerkstelligen. Vor der Predator musste das Militär Jagd- und Aufklärungsflugzeuge separat konstruieren. Luftaufklärung war ein entscheidender Faktor. Und nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die Ingenieure technisch hochentwickelte Aufklärungsflugzeuge. Sie flogen schneller und höher als je zuvor, um sicherzustellen, dass die Piloten und die von ihnen gesammelten Informationen nicht dem Feind in die Hände fielen. Die SR-71 flog mit dreifacher Schallgeschwindigkeit. Mit anderen Worten, schneller als Mach 3. Maximale Flughöhe war um die 26.000 Meter. Und einige von uns sind noch höher geflogen. Pilot Tony Bivacqua gehört zu einer ausgewählten Truppe von Männern, die die SR-71 geflogen sind. Ein Aufklärungsflugzeug aus Titan, gebaut in der Hochphase des Kalten Krieges, das aus 27.000 Metern Höhe Bodenaufnahmen mit einer Auflösung von 30 Zentimetern machen konnte. Und Raketen waren zu langsam, um es zu erreichen. Ich war der Erste, der eine SR-71 fliegen durfte. Das war über Hanoi. Man saß in einem Flugzeug, das mit über 3.500 Stundenkilometern fliegt. Es ist sehr, sehr schwer, das auch nur annähernd zu erreichen. Die Rakete explodierte anscheinend über 1 Kilometer unter mir. Wir waren da rein und raus in 0, nichts. Gott sei Dank. Der Preis für eine solche Geschwindigkeit. Die SR-71 musste alle 2 Stunden aufgetankt werden.
Doch es gab eine langsamere Alternative namens U-2. Tony Bevacqua ist einer von nur 12 Piloten, die beide im Einsatz geflogen sind. Ich war sehr stolz darauf, ein U-2-Pilot zu sein. Stolz auf das, was wir getan haben und was wir immer noch tun. Es ist einfach ein exzellentes Aufklärungsflugzeug. Auch heute, fast 60 Jahre später, ist es noch häufig im Einsatz. Die körperliche Belastung für den Piloten begrenzt die Flugzeit auf 12 Stunden. Es ist körperlich sehr belastend. Sie müssen einen speziellen Druckanzug tragen. Und danach sind sie ein paar Tage ziemlich erschöpft. Es ist sehr anstrengend, in so großer Höhe zu fliegen. Bemannte Spionageflüge sind nicht nur durch menschliche Belastbarkeit eingeschränkt, sie bergen auch das Risiko, Piloten zu verlieren. 1960 wurde Bevacquas Freund Francis Gary Powers abgeschossen, als er in einer U-2 über die Sowjetunion flog. It was a propaganda field day for the Russians. Powers Tarnung waren angebliche meteorologische Messungen. Powers versuchte es so darzustellen, als wäre es ein Wetterflug. Aber an Bord gab es kilometerweise Film. Und so war leicht zu erkennen, was er eigentlich getan hatte. Khrushchev denounced the United States with every epithet in his vocabulary. He summarily rejected all attempts of the West at reconciliation. Powers war über 2 Jahre in Russland in Haft. Dieser internationale Zwischenfall demonstrierte den Geheimdiensten die Notwendigkeit unbemannter Spionageflugzeuge. It was a development from the pilotless aircraft principle. Guidance was by radio from an accompanying aircraft. After reaching altitude. Bereits im Zweiten Weltkrieg konnten Flugzeuge nach Erreichen einer bestimmten Höhe über Funksteuerung geflogen werden, nachdem der Pilot abgesprungen war. Aber noch Jahrzehnte danach waren Drohnen, bevor es GPS gab, durch primitive Autopiloten und Navigationssysteme beschränkt. In den 60er und 70er Jahren stürzen Drohnen regelmäßig ab. Auch das am weitesten entwickelte unbemannte Fluggerät, die Aquila-Drohne, die im Durchschnitt alle 20 Stunden abstürzte. Es war eine kleine Propellerdrohne, die über das Kampfgebiet flog, Informationen sammelte und sie rüberfunkte. Aber damals war die Technologie noch nicht so weit. Bis es ein paar Prototypen gab, hatte das Programm schon $1 Milliarde verschlungen. Es war frustrierend, dass die USA das nicht hinbekam. Abe Karam ist der Vater der Predator. Das ist eines von 2 kleinen UAVs, die ich zwischen 1980 und 1983 in meiner Garage gebaut habe. Ich borgte mir pro Jahr $18.000 von meiner Familie. Das war alles, was wir hatten. Alles wurde mit geringstmöglichem technologischem Aufwand gebaut. Wir wollten zeigen, dass man eine optimale Leistung erhält, wenn das Design stimmt. Bei seinem ersten Prototyp, der Albatross, platzierte Karam Motor und Propeller am Heck, um nicht die empfindliche Sensorik im Bug zu stören. Die schräg nach unten gerichteten Höhenruder sind auch bei ihren berühmten Nachfahren noch sichtbar. Das dient dem Schutz des Propellers, damit sie, wenn sie nach hinten abkippt, zuerst mit den Höhenrudern auftrifft und nicht mit dem Propeller. Der ehemalige Kampfjet-Konstrukteur entwirft und baut heute Flugzeuge mit seiner Firma in Kalifornien. Bereits in den 70er Jahren wurde ihm klar, dass sich ohne Pilot im Cockpit eine völlig neue Welt an Konstruktionsmöglichkeiten eröffnete. Andere unbemannte Fluggeräte waren damals noch zu sehr an bemannte Flugzeuge angelehnt. Ich sagte, mir gefällt nicht, was ich da sehe. Ich werde nicht den Motor nehmen, nicht den Propeller, nicht die Landevorrichtung, nicht den Computer. Karams Ziel war ein kostengünstiges und zu langer Flugdauer fähiges Luftfahrzeug. Also verpasste er seinem Flugzeug als erstes lange Flüge und räumte dem Auftrieb Priorität vor Geschwindigkeit ein. Will man effektiv sein? Möchte man so sein wie Vögel im Gleitflug mit sehr großen Flügelspannweiten? Der Albatros ist der beste Gleitvogel. Seine Flügel sind 20 Mal so lang wie breit. Und mein Albatros, das UAV Albatros, kam dem sehr nah. Karam baute die Albatros in seiner Garage von Grund auf selbst. Er modifizierte einen Go-Kart-Motor so, dass er weniger als 1,5 Liter Treibstoff pro Stunde verbrauchte.
Die Weiterentwicklung der Albatross war die Amber, ein rund 4,5 Meter langes Fluggerät mit einer Spannweite von gut 8,5 Metern und 38 Stunden Höchstflugdauer. Karam arbeitete mit Startkapital der DARPA. Die Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten investierte bereits frühzeitig in künstliche Intelligenz und andere neue Technologien. In den 70er und 80er Jahren wurden, maßgeblich angeregt und teilweise auch gefördert durch die DARPA, viele neue Technologien entwickelt. Unter anderem das GPS, Datenfernübertragung, leichtes Computer-Equipment, Verbundmaterialien, Satellitenkommunikation und digitale Flugsteuerungssysteme. Die Albatross, die Amber, waren die Vorboten der modernen Ära der UAVs. Unser gesamtes Team bestand aus drei Leuten und wir haben viel von dem bewiesen, was wir beweisen wollten. Der Marinestaatssekretär und der Leiter der DARPA sagten, okay, aber wie viele Crashs werdet ihr bauen? In 500 Flugstunden hatten wir keinen einzigen Crash. Karams Amber wurde nie in Serie gebaut, aber nach einigen Modifikationen wurde seine Konstruktion Mitte der 90er bekannt als Predator. Do not handle the missile by the strakes, wings, fins, seeker head, rocket motor, nozzle sill, umbilical connector housing during loading to prevent damage to equipment and or injured personnel. Meine UAVs waren nur als Aufklärer gedacht. Sie waren eigentlich für den Kalten Krieg gebaut, wo wir einer großen taktischen Herausforderung gegenüberstanden, angesichts der vielen Artillerie auf beiden Seiten. Als sich die zwei großen Armeen gegenüberstanden, konnten Drohnen zu Spionage, jedoch nicht zu Angriffszwecken benutzt werden. Aber nach dem 11. September 2001 begann Amerika gezielt Einzelpersonen ins Visier zu nehmen. Jetzt bekämpfen wir nicht staatliche feindliche Akteure. Also wird es sinnvoll sein, die UAVs zu bewaffnen, was nicht meine ursprüngliche Intention war. Im Oktober 2001 veränderte eine mit Waffen bestückte Predator die Kriegsführung für immer. Ich war Kommandeur der Luftoperationen gegen Afghanistan, wo wir dann zum ersten Mal eine Waffe der MQ-1 Predator einsetzten. Die Vorteile waren enorm. Sie gingen weit über das hinaus, was nur 10 Jahre zuvor bei Desert Storm der Stand der Dinge bei ferngesteuerten Flugsystemen gewesen war. Seit diesem ersten Einsatz haben Drohnen sich als so effektiv erwiesen, dass die Air Force jetzt mehr Piloten dafür ausbildet, als für bemannte Flugzeuge. Auf der Holloman Air Force Base in New Mexico unterrichtet Ausbilder Major Jason diese neue Pilotengeneration. Da bei einem realen Einsatz sehr viel auf dem Spiel steht, beginnen sie an Videosimulatoren. Er entwirft Übungsszenarien, speziell programmiert für den Xbox Game Controller. Alles, was wir mit den echten Drohnen nicht tun können, kann ich hier tun. 3, 2, 1. Es ist eine kontrollierte Umgebung. Sie sollen hier lernen, damit sie dann im realen Einsatz keine Fehler machen. Ich habe wohl den Laser nicht aktiviert. Ich weiß also nicht, wohin die Rakete gegangen ist. Wäre das real passiert, wäre das ein schlimmer Tag. Im Gegensatz zu Kampffliegern, die ein mindestens 2-jähriges Training absolvieren, lernen Piloten, ihre Drohnen in weniger als einem Jahr zu fliegen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Piloten mit Flugerfahrung in bemannten Flugzeugen sogar schlechtere Drohnenpiloten sind als solche, die keine Flugerfahrung und Vorkenntnisse haben. Wenn man von einem bemannten Flugzeug kommt, bringt man Fertigkeiten mit, die man nicht braucht, und bestimmte Erwartungen, die man nicht haben sollte. Die Air Force nimmt also Soldaten ohne Vorkenntnisse und lässt sie das Programm durchlaufen. Und sie sind sehr erfolgreich. Sie haben keine Pilotenausbildung wie ich und müssen innerhalb weniger Monate einsatzbereit sein. Es geht also sehr schnell. Und wenn die Piloten im Einsatz sind, fühlt sich alles, obwohl eine halbe Welt vom Geschehen entfernt, sehr real an. Es ist überhaupt nicht wie ein Videospiel. Es gibt keinen Reset-Button. Man kann auch nicht einfach ausschalten. Bei echten Einsätzen wie diesem hier im Irak ermöglicht die Technik, den Drohnenpiloten mehr zu sehen, als es Piloten bemannter Flugzeuge je konnten.
Da wir sehr lange in der Luft bleiben können, können wir das Zielobjekt bereits stundenlang, bevor wir zuschlagen, beobachten. Dann erfassen wir das Ziel und feuern. Und anschließend bleiben wir noch ein paar Stunden dort, um zu sehen, was danach passiert. Man muss dort bleiben und über Monitor die Zerstörung beobachten, die man mit seinem Luftfahrzeug verursacht hat. Allein 2012 haben die Vereinigten Staaten Hunderte von Drohnenangriffen in 4 Ländern geflogen. In Afghanistan, im offiziellen Kriegseinsatz, sowie bei verdeckten CIA-Operationen in Pakistan, Somalia und im Jemen. Durchgeführt, ohne das Leben amerikanischer Soldaten aufs Spiel zu setzen. Dank der Technologie müssen wir keine Piloten in die Gefahrenzone schicken. Dadurch konnten wir wesentlich mehr Angriffe fliegen, die mit bemannten Flugsystemen problematischer gewesen wären. Die USA behaupten, Drohnen haben Al-Qaidas Führungsspitze dezimiert und dabei nur begrenzt zivile Opfer gefordert. Doch an Fakten ist schwer heranzukommen. Wir wissen ziemlich genau, wie viele Angriffe stattfinden. Was wir nicht wissen, sind die Details. Wer die Ziele waren, ob sie tatsächlich eliminiert wurden oder ob noch andere Personen getötet wurden. Denn eine Überprüfung ist sehr schwierig. Es gibt keine zuverlässigen Zahlen über zivile Opfer. Kritiker behaupten, dass 30% der im Drohnenkrieg getöteten Zivilisten sind und dass die Angriffe die Menschen gegen die USA aufbringen und außerdem gegen Völkerrecht verstoßen. Nach über 10 Jahren Drohnenattacken bestätigten die USA im April 2012 in einer Rede des damaligen Präsidentenberaters John Brennan offiziell ihren Einsatz gegen Mitglieder von Al-Qaida. The United States government conducts targeted strikes against specific Al-Qaida terrorists, sometimes using remotely piloted aircraft, often referred to publicly as drones. Er erntete heftige Reaktionen. Innocent people we are killing with our drone strikes in Pakistan and in Yemen and Somalia. They deserve an apology from you, Mr. Brennan. I speak out on behalf of the Constitution, on behalf of the rule of law. I love the rule of law. I love my country. You are making us less safe by killing so many innocent people around the world. Shame on you. Thank you. Es ist sehr wichtig, dass die amerikanische Öffentlichkeit begreift, was beim Einsatz dieser Technologie passiert, weil es im Namen der Vereinigten Staaten geschieht. Drohnentechnologie versetzt Amerika in die Lage, mit Leichtigkeit jedes Ziel auf der Welt zu attackieren, ungeachtet von Landesgrenzen. Es gibt tiefgehende Kontroversen um die Angriffe in Ländern wie Pakistan, Jemen oder Somalia. Und eine ganze Reihe neuer völkerrechtlicher Fragen. Auch wenn man kein menschliches Wesen über die Landesgrenze fliegen lässt, ist es trotzdem die Invasion eines Landes. Wir befinden uns in einer Ära, wo wir eine ganze Reihe von Operationen mit unbemannten Systemen durchführen, die wir früher als Krieg bezeichnet hätten und die wir als Krieg behandelt hätten. Wenn man über 300 Luftangriffe gegen ein Land fliegt, ist das zumindest das Äquivalent einer Luftkriegsoffensive. Nur bezeichnen wir es heute nicht so. Drohnen können mit punktgenauer Präzision zuschlagen. Aber der eingeschränkte Blickwinkel ihrer visuellen Sensoren kann zu Fehlern des Piloten führen. Der Pilot einer Predator ist in der Form eingeschränkt, dass er sich nicht umsehen kann. Er kann nicht sehen, was drumherum geschieht. Wenn der Operator näher heranzoomt, ist es so, als sähe er durch einen Strohhalm. Und der Pilot verliert den Überblick über das Gesamtbild. Die einzelnen kleinen Bildsensoren können in der Regel nur einen sehr kleinen Ausschnitt am Boden sehen, trotz einer Flughöhe von 6000 Metern. Ich kann nicht sehen, was um mich herum geschieht. Es ist also möglich, dass die Crew nur einen eingeschränkten Überblick über eine Situation hat. Und beim Heranzoomen verliert sie unter Umständen entscheidende Details aus dem Blickfeld. Dieser geheime Mitschnitt von 2010, den Journalisten aufgrund des Akteneinsichtsrechts erhalten haben, zeigt, was schiefgehen kann,
Während eines Einsatzes zur Unterstützung von Bodentruppen hielt ein Predator-Team einen Konvoi afghanischer Zivilisten, zu dem auch Frauen und Kinder gehörten, für eine militante Gruppe. Der Pilot fragt, ist das ein Gewehr? Die Antwort lautet, kann ich nicht genau sagen. Nach stundenlanger Observierung befiehlt der Kommandeur am Boden den Angriff und 23 Zivilisten sterben. Zum Teil aufgrund der beschränkten Kapazität der Bildsensoren. Aber Ingenieure arbeiten an neuen Sensoren, die mehr und detaillierter sehen können als je zuvor. Wir haben Sensoren entwickelt, die mit einem allsehenden Auge einen Bereich von der Größe einer Kleinstadt im Blick behalten können. Alles, was dort geschieht. Das ist die neue Generation der Überwachung. Zum ersten Mal haben wir jetzt die Erlaubnis der Regierung, die grundlegenden Kapazitäten zu zeigen. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit weiß, dass solche Möglichkeiten existieren. Ingenieur Yannis Antoniades hat den neuen Bildsensor namens Argus konstruiert. Mit 1,8 Milliarden Pixel ist er die Kamera mit der höchsten Auflösung der Welt. Argus passt in diese Kapsel, die an der Unterseite einer Drohne befestigt wird. Da aber ein Großteil davon geheim ist, können wir den eigentlichen Sensor nicht zeigen. Weil wir die Teile, aus denen der Sensor besteht, nicht zeigen können, dürfen Sie stattdessen jetzt diese hübschen Plastikplanen betrachten. Argus entspricht dem Äquivalent von 100 Predators, die alle ein Gebiet von der Größe einer mittelgroßen Stadt beobachten, und zwar gleichzeitig. Diese Aufnahme von Quantico in Virginia wurde aus einer Höhe von rund 5300 Metern gemacht und deckt 39 Quadratkilometer ab. Es ist ein sehr hochauflösendes Bild. Wenn wir also zum Beispiel wissen wollen, was an bestimmten Punkten der Aufnahme passiert, beispielsweise nahe dem Gebäude hier an dieser Kreuzung, können wir ein bewegtes Bild generieren, das zeigt, was sich in diesem Bereich tut. Nur durch Berühren des Bildschirms hat Antoniades ein Fenster geöffnet, das einen Detailausschnitt zeigt, während das Gesamtbild gleichzeitig beibehalten wird. Und jedem bewegten Objekt wird automatisch gefolgt. Die farbigen Kästchen zeigen, dass der Computer das bewegte Objekt erkannt hat. Sie können Personen die Straße überqueren sehen. Sie können Personen auf einem Parkplatz umherlaufen sehen. Die Auflösung ist so gut, dass man sehen kann, wie Menschen mit den Armen wedeln, wie sie herumlaufen und welche Kleidung sie tragen. Und so einen Detailausschnitt kann man sich an jedem beliebigen Punkt des Gesamtbildes ansehen. Bis zu 65 Fenster lassen sich gleichzeitig öffnen und bis zu 15 cm kleine Objekte am Boden erkennen. Sogar aus 5000 Metern Höhe erkennt man, dass da ein Vogel fliegt. Argus sendet Live-Video-Streams zum Boden und speichert alles. 1 Million Terabyte pro Tag. Was 5000 Stunden HD-Videomaterial entspricht. Man kann auch zurückgehen und sagen, ich möchte sehen, was an dieser bestimmten Stelle vor 3 Tagen, 2 Stunden, 4 Minuten passiert ist. Und dann können Sie es so sehen, als würden Sie es live sehen. Um die Kamera mit der höchsten Auflösung der Welt zu erschaffen, musste Antoniades einen neuen Sensorchip entwickeln. Aber die DARPA, die das Projekt finanzierte, wollte schnelle Ergebnisse und die Kosten gering halten. Also griff er auf eine bestehende Technologie zurück. In diesem Mobiltelefon befindet sich eine winzig kleine Kamera. Wenn Sie das drumherum entfernen, bleibt ein Kamerachip. Wenn Sie davon 368 Stück nehmen und daraus ein großes Mosaik bilden und damit Aufnahmen machen, dann haben Sie Argus. Im Gegensatz zum eingeschränkten Blickfeld der Predator-Kamera verbindet Argus sämtliche Videoaufnahmen seiner 368 Chips zu einem 1,8 Gigapixel Videostream. Dadurch kann man nah heranzoomen und erhält trotzdem ein hoch aufgelöstes Bild. Ob Argus bereits eingesetzt wird, ist geheim. Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen, was mit der Regierung geplant ist. Aber wenn es nach uns ginge, würden wir Argus gerne 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche über demselben Gebiet kreisen lassen.
Das ließe sich schwer machen mit einem bemannten Flugzeug. Da kämen dann Drohnen ins Spiel, denn die eignen sich perfekt dafür. Argus kann an einer bewaffneten Drohne wie der Predator montiert werden, einer Langstreckenaufklärungsdrohne wie der Global Hawk oder an dem in der Entwicklung befindlichen Solar Eagle, das jahrelang in der Luft bleiben können soll. Die US Air Force kann bereits jetzt jede Aufnahme von jeder einzelnen Drohne speichern. In einer zunehmend elektronischen Gesellschaft werden alle unsere Bewegungen erfasst werden. Auch wenn Technologien wie Argus die Leistungsfähigkeit von Aufklärungsdrohnen steigern, bleiben sie doch auf andere Weise störanfällig. Die großen Drohnen der Air Force stürzen nach wie vor häufiger ab als bemannte Flugzeuge. Die Absturzwahrscheinlichkeit der 100 Millionen Dollar teuren Global Hawk ist nahezu dreimal höher als bei der U-2, die sie eigentlich ersetzen sollte. Selbst wenn es keine Pilotenverluste gibt, kann der Absturz einer Drohne trotzdem ein Problem sein. Man muss kein Experte sein, um sich vorstellen zu können, dass wenn man ein hochentwickeltes, technologisch leistungsfähiges System einsetzt, nicht möchte, dass es in gegnerische Hände fällt. 2011 ging eine amerikanische Spionagedrohne, eine RQ-170 Sentinel, über dem Iran verloren. Es gab ein Problem mit dem Flugzeug und es landete in einer Gegend, wo es nicht hätte landen sollen. Und das ist so ungefähr alles, was ich darüber sagen werde. Die Iraner behaupteten, sie hätten sich in das Steuersystem der Drohne gehackt und das Flugzeug übernommen. Und theoretisch ist es möglich, jedes Computersystem zu übernehmen. You could never call up. Man könnte niemals Maverick in seiner F-14 in dem Film Top Gun anfunken und sagen, Maverick, kodiere alle amerikanischen Jets auf russische Jets um. Tom Cruise hätte nur gelacht und gesagt, keine Chance. Mit einem Computer kann man das machen. Man kann ihn blockieren oder sogar vereinnahmen. Es ist ein völlig neues Kriegszeitalter. Das eröffnet eine Menge neuer Möglichkeiten und birgt auch enorm große Gefahren. Was mit der Sentinel genau geschah, bleibt geheim. Aber Experten betonen, dass Drohnen häufig aus einfachen Gründen abstürzen. Drohnen sind in ihrer Eigendiagnose nicht so clever und wenn sie dann ein Problem haben, ist es zu spät. Die Verbindung reißt ab, man verliert die Kontrolle und das war's. Die Kontrolle kann man aus verschiedenen Gründen verlieren. Wenn Pilot Chad mit der Reaper Kurven zu schräg fliegt, reißt die Satellitenverbindung ab. Das Bild friert ein und er fliegt einen Moment lang blind. Er legt das Flugzeug schnell wieder gerade und stellt die Verbindung wieder her. Ich bin eine Kurve zu aggressiv geflogen und die Verbindung riss ab. Es gibt eine gewisse Störanfälligkeit bei ferngesteuerten Flugzeugen, die ja vom Piloten von der Bodenstation aus über einen Kommandolink geflogen werden, auf die man besser reagieren könnte, wenn der Pilot im Cockpit sitzt. Wenn ich plötzlich merke, dass sich die Fluggeschwindigkeit erhöht und sich das Flugzeug zu drehen beginnt, ohne dass ich das beabsichtigt habe, dann muss ich sofort eingreifen. Im Gegensatz zu bemannten Flugzeugen sind Drohnen angewiesen auf eine Funksteuerung, die abreißen oder unter Umständen sogar vom Feind übernommen werden kann. Aber was wäre, wenn ein Flugzeug selbstständig operieren und sogar eigene Entscheidungen treffen könnte? In einem Labor an der University of Pennsylvania entwickelt Vijay Kumar, zum Teil finanziert vom Militär, autonome Drohnen, die keine externen Links benötigen und die ihre Umgebung wahrnehmen können. Bei diesem Roboter hier sehen Sie diese beiden Chips, die im Grunde Drehratensensoren sind. Sie spielen dieselbe Rolle wie die Bogengänge im menschlichen Innenohr, die die Orientierung im Raum ermöglichen. Diese Drehratensensoren können die Winkelgeschwindigkeiten tausende Male pro Sekunde messen. Dieser Chip hier ist der Beschleunigungsmesser. Mit ihm kann der Roboter Beschleunigung in lateraler Richtung spüren. Er entspricht also den Otolithenorganen, die im menschlichen Kopf die Beschleunigung messen. Wenn ein Pilot eine unerwartete Veränderung der Beschleunigung spürt, kann er das Flugzeug austarieren. Und die Roboter machen genau dasselbe.
Die Sensoren justieren das Flugobjekt, indem sie die relative Geschwindigkeit der Rotoren ändern. Und sie erlauben den Drohnen, einem Führer präzise zu folgen. Eine wesentliche Problemstellung beim Koordinieren mehrerer Roboter ist das Fliegen in Formation. Ein Roboter muss entscheiden, wo seine Nachbarn sind, seine entsprechende Position einschätzen und den entsprechenden Abstand genau einhalten. Man sagt einem Roboter, wie er sich zu bewegen hat, und die anderen Roboter behalten dann die Formation bei, indem sie einfach eine festgelegte Distanz halten. Wenn Sie eine 8 fliegen, haben Sie gegen die durch Ihre Nachbarn entstehenden aerodynamischen Kräfte zu kämpfen. Sie müssen sehr präzise steuern und all das machen Sie autonom. Ihre Präzision erlaubt den Robotern, bestimmte Dinge schneller und genauer tun zu können als menschliche Piloten. Wie zum Beispiel Bewegung und Form eines Objekts vorauszuberechnen und entsprechend zu reagieren. Was Akrobatik anbelangt, wird ein Roboter, denke ich, schwer zu schlagen sein. Beim neuromuskulären System des menschlichen Körpers kann es Verzögerungen von 80 bis 200 Millisekunden geben, bis man tatsächlich auf das reagiert, was man sieht. Roboter können diese Berechnungen hunderte Male pro Sekunde anstellen. Die Verzögerungen liegen hier vielleicht in der Größenordnung einer Millisekunde oder noch weniger. Im Labor kommunizieren die Drohnen mit einem Computer per Motion Capture. Ein optisches System, das silberne reflektierende Markierungen an den Robotern verfolgt und ihnen permanent sagt, wo sie sich befinden. Aber bald könnte es möglich sein, sie abzunabeln. Es wurde bereits eine autonome Drohne entwickelt, die allein überall hinfliegen kann. Der heilige Gral ist es, all das ohne irgendwelche externe Sensorik zu tun, ohne GPS. Und im Prinzip können wir das. Diese größeren Roboter orientieren sich selbstständig an den äußeren Merkmalen ihrer Umgebung. Diese Drohne hat einen Laserentfernungsmesser, der Entfernungen zu Hindernissen feststellt, und eine Tiefenkamera, die 3D-Bilder der Umgebung liefert. Sie haben an Bord die nötige Prozessorleistung, die nötigen Sensoren, um sich ihre Umgebung anzusehen. Sie können ihre jeweilige Position bestimmen und die Standorteigenschaften und daraus eine dreidimensionale Landkarte erstellen. Ich würde es gern sehen, wenn diese Technologie für humanitäre Zwecke verwendet würde. Stellen Sie sich vor, aus einem Gebäude kommt ein Notruf. Und wir können 20 Drohnen durch das Gebäude fliegen lassen und innerhalb einer Minute feststellen, wer sich in den Räumen befindet. Und das dann den draußen wartenden Rettungskräften mitteilen. Aber bei jeder Technologie gibt es Leute, die sie auf eine Weise nutzen werden, die der Konstrukteur niemals beabsichtigt hat. Und die Schlüsselkomponenten der Drohnentechnologie sind praktisch bereits für jeden verfügbar. Ich habe mit dem Hobby vor ungefähr 4 Jahren begonnen. Am Anfang war es ein Spielzeug, das meine Hunde jagen konnten. Ich bin ziemlich besessen von dem Hobby. Ich bin Single schon seit 30 Jahren und habe keine Kinder. Ich lebe hier mit meinen 3 Hunden und ich bastle fast jeden Abend und jedes Wochenende an den Dingen. Corey Brixen aus Orange County in Kalifornien ist einer von Zehntausenden im Land, deren Hobby es ist, Drohnen fliegen zu lassen. Ein einfacher Quadcopter-Bausatz kostet ca. $500. Das heißt, der Rahmen, die Motoren, die Elektronik, die man braucht. Das ist der GPS-Sensor und der schickt das Signal zu den Satelliten. Die Kameras, so klein sie auch sind, machen HD-Aufnahmen. Wie die Predator hat auch Corys Quadcopter einen programmierbaren Autopiloten, der mit GPS navigiert. Er kann Position, Höhe und Geschwindigkeit einstellen, sodass das Flugzeug selbstständig fliegen kann. Corey fliegt zum Spaß, aber Drohnen, klein oder groß, werden in den USA zunehmend zu ernsteren Zwecken benutzt. Die Grenzpatrouillen suchen mit Predators nach illegalen Einwanderern. Die Polizei setzt Mini-Drohnen zur Überwachung ein. Und Tausende von Personen nutzen sie für ihre eigenen, zuweilen politischen Zwecke. Wir betrachten uns nicht als Tierschutzaktivisten, wir sind Ermittler. Zu unseren Zielpersonen gehören die Leute, die in Pennsylvania Tauben schießen. Wir haben also unsere Drohne von oben filmen lassen. Es fallen mehrere Schüsse.
und sie verliert langsam an Höhe. Und dann noch ein Schuss und sie stürzt runter durch die Bäume. Man kann hören, wie die Schützen anfangen zu jubeln und zu lachen und so weiter. Was sie nicht wussten, war, dass wir mehr davon hatten. Dieser Vorfall ist der erste bekannte Abschuss einer heimischen Drohne in den USA. Mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen wächst die Sorge um den Schutz der Privatsphäre. Ein US-Senator hat vorgeschlagen, die Verwendung von Drohnen gesetzlich einzuschränken. Jeder kann mit einem solchen Gerät unsere Aktivitäten ausspionieren. Auch wenn es von der Luft aus ist, gibt es doch ein Recht auf Privatsphäre. Ich will sicherstellen, dass nicht die ganzen Drohnen aus Afghanistan und dem Irak hierher zurückkommen und zu Zwecken verwendet werden, die nicht mit unseren verfassungsmäßigen Rechten vereinbar sind. Unsere Sorge ist, dass hier in 2-3 Jahren 30.000 Drohnen am Himmel kreuzen und Unmengen von Informationen sammeln. Das spielt sich nicht nur in den USA ab. Es gibt derzeit über 55 andere Länder, die militärische Robotertechnik bauen, kaufen oder nutzen. Und zwar vor allem in der Luft. Der Iran hat kürzlich bekannt gegeben, eine eigene bewaffnete Drohne zu haben, die eine Reichweite von über 1000 Meilen hat. Es ist nicht bekannt, ob etwas von der Technologie der verloren gegangenen Sentinel stammt. Aber die USA entwickeln im Drohnenwettrüsten ständig neue Technologien, wie zum Beispiel eine kleine fliegende Kamera namens Switchblade, die eine Besonderheit aufweist. Die Switchblade startet aus dieser Röhre. Die Flügel, die Leitwerke am Heck und der Propeller springen dann auf. Daher der Name Switchblade. Wenn der Operator auf dem kleinen Monitor das Ziel ausmacht, schickt er ein Kommando an die Switchblade. Sie schwenkt auf das Ziel ein und lässt ihre Sprengladung bei Kontakt detonieren. Sie ist ein Instrument, das unsere Kunden begeistert. Und wir denken, sie schützt unsere Soldaten und hilft, unschuldiges Leben zu retten. Switchblades werden bereits eingesetzt. Und eine Drohne, die einen bemannten Kampfjet ersetzen wird, ist in Sicht. Dieser X-47-Prototyp ist die weltweit erste Kampfdrohne ohne vertikale Leitwerke. Aber sie ist noch 1 oder 2 Jahre von ihrer Zielvorgabe entfernt, auf einem Flugzeugträger zu starten und zu landen. Wir arbeiten an der Technologie, um dieses Flugzeug autonom auf dem Flugdeck landen zu lassen. Wir konzentrieren uns auf die Landemechanik des Flugzeugs, bei der man eine vorbestimmte Position anfliegt. Das Flugzeug kann sehr schnell auf Veränderungen reagieren und sich selbst in die vorgeplante Position bringen. Das System hat viele Sensoren und weiß jederzeit, wie sich all seine Untersysteme verhalten. Es weiß jederzeit, wie sein Motor und alle Steuerflächen arbeiten. Es wird wenden, wenn wir es wollen, und es wird auf der Landebahn landen, die wir vorgegeben haben. Drohnen sind nicht länger nur Augen am Himmel. Und eines Tages werden sie vielleicht an der Seite bemannter Flugzeuge komplexe Kampfeinsätze fliegen. Wie die X-47B. Das ist die Idee, diese Mischung, die Teamarbeit. Das ist wahrscheinlich die Zukunft. Es werden verschiedene Flugzeuge auf dem Flugzeugträger sein. Aber wenn sie dann 1 oder 2 davon haben und die sich als nützlicher erweisen, dann wollen sie vielleicht ein ganzes Geschwader. Ähnlich wie damals, als die Streitkräfte erstmals motorisiert wurden. Anfangs gab es viele Pferde und nur ein paar Laster und Panzer. Aber im Laufe der Zeit veränderte sich das. Mit Robotern werden wir wahrscheinlich dasselbe erleben. Wenn Drohnen wie die X-47B weiter ausreifen, werden sie immer autonomer, fliegen wahrscheinlich erste Bombenangriffe, dann kompliziertere Luft-Luft-Einsätze. Bereits jetzt, während Politiker die Regeln für Drohneneinsätze diskutieren, entwickelt sich die Technik weiter, bewegt sich auf eine Zeit zu, in der Drohnen mit einer Intelligenz operieren, die immer mehr der unseren ähnelt. Aber im Moment können sie noch nicht das, was ein Pilot kann. Wenn man über feindlichem Territorium fliegt, gibt es ungeplante Situationen. Und bis jetzt haben wir noch keine Technologie, die auf diese ungeplanten Ziele oder Bedrohungen reagieren würde. Thank you very much for coming to Pax River today.
Die Drohnen der Zukunft werden sicher ein höheres Niveau an Autonomie aufweisen. Aber ich denke, die meisten Forscher, die sich damit beschäftigen, würden verneinen, dass es ein Szenario wie das der Rebellion der Maschinen geben könnte. Aber wenn es uns gelänge, Maschinen auch nur mit einem winzigen Bruchteil dieser Art von adaptiven und kognitiven Fähigkeiten auszustatten, wäre das ein signifikanter Durchbruch. Ich habe ungefähr 2000 Flugstunden hinter mir und die Einsätze, die ich geflogen bin, verliefen selten wie geplant. Nichts kann einen Menschen ersetzen in einem taktischen Umfeld und sagen, was als nächstes zu tun ist und aus welchem Grund. Ein Airbus 320 mit 150 Passagieren flog in einen Schwarm kanadischer Gänse und musste notlanden. Ich lande auf dem Hudson. Wollen Sie in dieser Situation in einem robotergesteuerten Airbus sitzen? Oder wollen Sie, dass Sullenberger ihn landet? Man kann nicht alles vorhersehen. Die Fähigkeit, auf Unbekanntes zu reagieren, ist vielleicht die letzte Hürde, falls Drohnen jemals bemannte Flugzeuge ersetzen und anfangen sollen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich denke, wir sind weit davon entfernt, aber ich bin der Letzte, der sagt, unmöglich. Doch da der menschliche Ehrgeiz Innovationen vorantreibt, steht einzig fest, dass die heutigen Drohnen nichts sind, verglichen mit dem, was noch kommen wird. Die Aufgabe der DARPA besteht in der Entwicklung strategischer Überraschungen. Wenn wir also erfolgreich sind, werden wir alle überrascht sein. Betrachtet man es historisch. Die Gebrüder Wright flogen 1903 zum ersten Mal. 100 Jahre später fliegen wir aktiv ein ferngesteuertes Flugzeug. Wir sind jetzt also erst im Erdgeschoss. Es kann nur aufwärts gehen.